Herzlich willkommen und Servus zur vierten Episode der Werder Bremen Karriere. Wir sind in der Rückrunde der Saison 21/22 und starten die Folge direkt mit dem Spiel gegen Schalke 04 in Gelsenkirchen. Wir konnten uns zum Glück ganz knapp, aber verdient durchsetzen mit einem 1:0, welches Eduard hier nach einem Traumpass von Özil an seiner alten Wirkungsstätte im Tor vollendet hat. Wir waren insgesamt das deutlich bessere Team und konnten uns deshalb auch hier gegen die Knappen durchsetzen. Wir hatten noch eine Chance aus 2:0, gerade Özil an seiner, wie gesagt, alten Wirkungsstätte, aber er ist am Fährmann im Tor gescheitert, konnte leider nicht das 2:0 machen, oder ich glaube, es war gar nicht Fährmann, es war Langer, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall gehalten. Und danach mussten wir aber leider Punkte liegen lassen. Wir haben gegen den Aufsteiger Düsseldorf nur 2:1 gespielt. Und danach gab es noch einen Verkauf von Marco Friedl. Der einzige Verkauf dieses Transferfenster, weil ich dachte, den brauchen wir nicht unbedingt. Hat nicht viel Spielzeit bekommen. Und wir können Ersatz direkt aus der eigenen Jugend holen. Unseren 2-Meter-Mann Aduama haben wir direkt befördert in die Profimannschaft und auch im Pokal gegen Freiburg eingesetzt. Das Pokalspiel gegen Freiburg war auch schon das nächste Spiel bei uns zu Hause. Hat es dann aber leider gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Freiburg hat aufgespielt, als wären sie Prime Barcelona gewesen. Hat uns hier das 1:0, das 2:0 und das 3:0 noch vor der 40. Minute eingeschenkt. Der Elfmeter war leider auch von Aluama verschuldet. Naja, wir konnten noch ein bisschen Ergebniskosmetik machen mit dem 3:1, bevor uns Freiburg das vierte Tor eingeschenkt hat. Das war also komplett ein Spiel zum Vergessen. Sargent noch mit einer schönen Einzelleistung zum Schlusspunkt der Partie, zum 4:2. Aber wie gesagt, wir waren relativ chancenlos mit unserer rotierten Elf. Also waren wir hier auch schon aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und kamen jetzt mit wirklich wenig Selbstvertrauen in die Partie gegen Leverkusen. Da haben wir unsere Sache aber deutlich besser gemacht, haben hier durch den klassischen Chip von Antonio das 1:0 gemacht, dann Eduards Schnelligkeit ausgespielt im Duell gegen Bender und vollendet zum 2:0. Und das 3:0 kam auch noch vor der Halbzeit. Schön in die Mitte reingezimmert von Rashica. Und dann das 3:1 von Mitchell van Bergen konnten wir dann auch noch verkraften. Und so ging es direkt weiter gegen das nächste Schwergewicht aus Nordrhein-Westfalen. Diesmal wieder zu Hause. Es schneit immer noch, wie ihr seht. Wir spielen gegen Gladbach. Und Gladbach kam gar nicht mit unserer Offensive klar. Wir haben hier das 1:0 gemacht. Dann Özil auf Eduard zum 2:0. Und danach gab es noch das 3:0 von Eduard hinterher. Ich habe hier einen Rabona versucht. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Aber ich habe quergelegt und dachte, hey, warum hast du jetzt quergelegt? Und dachte dann, komm, machen wir wenigstens doch einen Rabona aus der Geschichte. Hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Und dann haben wir leider wieder nicht die Null halten können. Also wir tun uns immer wieder schwer. Aber dann kam das zweite Rabona-Tor in einem Spiel. Atta hat hier in der 90. nochmal das 4:1 erzielt nach dem Anschlusstreffer von Stindl. Und wie gesagt, auch er trifft ihn hier mit einem Rabona. Den finde ich deutlich schöner, einfach nur, weil er auch platziert ins Eck ist. Und dann kommt das in der letzten Folge angesprochene Spiel gegen Atalanta Bergamo. Das Hinspiel zu Hause haben wir simuliert und ein 2:2 rausgeholt. Bittencourt und Rashica waren da die Torschützen. Und dann ging es weiter mit einer Simulation gegen Wolfsburg in der Liga. Da konnten wir die 3 Punkte mitnehmen. Marcus Antonio hat hier den Unterschied gemacht. Und dann gehen wir auch schon in das Rückspiel gegen Atalanta. Wir brauchen also auf jeden Fall einen Sieg, um weiterzukommen. Oder eben ein Unentschieden mit 3 Toren. Also Tore, Tore, Tore sind auf jeden Fall angesagt. Anders kommen wir hier nicht weiter. Die Aufstellung von Atalanta Bergamo, offensiv wie immer mit ihrer 3-4-3-Aufstellung. Und dann gehen wir auch schon in die Partie, in der wir auf jeden Fall, wie gesagt, Tore brauchen. Und hier waren wir auch schon auf einem guten Weg. Nach 6 Minuten haben wir uns die erste Chance rausgespielt. Aber Eduard scheitert leider an der Latte mit seinem Schuss. Ein paar Minuten später hat es dann aber besser gemacht, wird hier von Özil durchgesteckt, kreuzen sich die Wege und Eduard vollendet zum 1:0. Ziemlich gute Kombination von unserer Offensive. Wie gesagt, das Kreuzen der Wege hat die Abwehr ein bisschen auseinandergenommen und dann der Abschluss ist nur noch Formsache. Bisschen unglücklich war dann aber, dass wir einen Freistoß in einer ziemlich guten Position hergegeben haben, den zwar klären konnten zur Ecke, aber was dann passiert ist, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr unglücklich. Der Ball kommt über Umwege zu Zapata, der aus der Drehung mit einem nicht allzu starken Schuss Pavlenka überwindet. Freut sich hier natürlich, weil er mit dem Ergebnis sichergestellt hätte, dass Atalanta weitergekommen wäre, wenn es so geblieben wäre. Aber das konnten wir natürlich
nicht zulassen, schicken hier Rashica, unseren besten Mann, auf der linken Seite und der schließt flach ins lange Eck ab. In der 33. Minute führen wir also wieder mit 2:1 und wären dadurch weiter. Rashica wirklich in großen Spielen vor allem einfach ein sehr, sehr wichtiger Spieler für unser Team. Der Abschluss hier auch wieder perfekt in die lange Ecke am Boden entlang. Da kann der Torhüter überhaupt nichts mehr ausrichten, auch wenn er fast dran gewesen wäre. Und dann ging es hier weiter. Wir schicken Marcos Antonio in die Lücke, die sich da in der Atalanta-Abwehr kreiert hat. Und Marcos Antonio bleibt cool vor dem Keeper, steckt ihn an ihm vorbei ins kurze Eck und markiert hier das 3:1. Damit bräuchte Atalanta jetzt 3 Tore, um weiterzukommen, weil wie gesagt, ein 3:3 würde ein gutes Ende für uns haben. Aber wir waren noch nicht fertig. Atalanta komplett aufgerückt. Das nutzt Rashica hier aus zu einem absoluten Traumtor. Ich dachte einfach, ich nehme den mal Volley, weil ich muss ihn ja nicht unbedingt im Tor unterbringen, sondern es ist ja einfach nur noch ein Bonus, wenn wir hier treffen. Und was Rashica dann mit dem Ball macht, ist der Wahnsinn. Nimmt ihn hier mit dem Kopf mit und nimmt ihn dann als Aufsetzer perfekt in die linke Ecke von ihm aus. Der Torhüter springt noch hinterher, aber ich meine, was will man als Torhüter da denn machen? Und so haben wir uns mit 4:1 durchgesetzt im Rückspiel. 2:2 ging das Hinspiel aus und deshalb sind wir eine Runde weiter. Und in dieser Runde wartet dann ein richtiger Kracher mit dem FC Chelsea auf uns. Also schwerer hätte das Los nicht unbedingt sein können. Und danach wurde es dann auch wieder schwer in der Liga. Wir spielen gegen Leipzig in Leipzig, also eines der besten Teams der Liga, zu denen wir jetzt hinreisen müssen. Und da brauchen wir auf jeden Fall eine absolute Top-Performance. Und es fing ehrlich unglücklich an. Also hier der Lupfer wurde zwar gut von der Linie gerettet von Pavlenka, aber der Abpraller ist dann leider drin. Aber wir konnten uns relativ schnell wieder fangen, haben in der 23. Minute dann das 1:1 erzielt und noch vor der Halbzeit das Spiel gedreht zum 2:1 und konnten dann unsere Führung in der zweiten Halbzeit auch ausbauen. Okoro hier mit dem 3:1, unser Youngster aus Nigeria. Leipzig hat es nochmal spannend gemacht kurz vor Schluss, trifft hier noch zum 3:2, aber das war es dann auch schon wieder. Danach kommen dann viele simulierte Spiele, jetzt gegen Hannover ein 3:0, in dem wir relativ dominant waren. Dann nochmal ein 3:0 gegen Köln, wo wir sehr effektiv das Spiel gestaltet haben. Und dann ging es auch schon ins Hinspiel gegen Chelsea. Wie gesagt, das Hinspiel habe ich jetzt diesmal auch nochmal simuliert und wir kamen wieder auf ein 2:2, also gleiches Ergebnis wie gegen Atalanta. Haben uns also wieder alles offen gelassen fürs Rückspiel und haben dann in der Liga noch 3 Punkte geholt gegen Mainz 05, ein 2:1 und jetzt geht es auch schon an die Stamford Bridge. Chelsea ja ein sehr, sehr gutes Team, haben sich hier was Ordentliches aufgebaut mit Werner, Havertz und Ziyech in der Sommerpause im Real Life. Haben es nicht in die Champions League geschafft, was mich ein bisschen überrascht hat, oder sind zumindest in der Champions League in der Gruppenphase ausgeschieden und deshalb in der Europa League aktiv. Aber das soll mir jetzt auch egal sein, woran das liegt. Wir haben hier fast das 1:0 relativ früh erzielt, sind leider am Kepa gescheitert. Aber dann Rashica im zweiten Versuch macht es deutlich besser in der zweiten Halbzeit. 57. Minute haben wir das Spiel auf 1:0 gestellt und wären damit weiter. Rashica dreht hier komplett durch. Aber es war auch ein gutes Tor. Also der Pass in die Schnittstelle war ziemlich, ziemlich gut getimed. Und dann war er einfach ohne Gegner um sich rum und konnte deshalb mit seinem schwachen linken Fuß abschließen. Fast identische Position, diesmal mit rechts und diesmal scheitert er an Kepa, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, hat mich öfters mal ein bisschen zur Verzweiflung getrieben, wie man auch hier in der Situation sieht. Und dann einfach ein geiler Pass von Marcos Antonio, so ein kleiner Lupfer über die Abwehr drüber und in der 87. Minute, 3 Minuten vor Schluss, macht Rashica dann das 2:0 und schickt uns damit in die nächste Runde. Chelsea hat, ich kann es euch verraten, keine 2 Tore mehr erzielt in den letzten 4 Minuten plus Nachspielzeit. Und deshalb sind wir auch hier wieder eine Runde weiter, haben uns im Rückspiel durchgesetzt, wie auch schon gegen Atalanta. Ich wollte nicht beide Spiele spielen in den ersten 2 Runden, weil es sonst einfach ein bisschen zu einfach gewesen wäre. Und apropos einfach, ein vermeintlich einfacher Gegner wartet auch im Viertelfinale auf uns. FC Fulham ist der Gegner, also Chelsea ist da doch schon deutlich höher anzusiedeln. Danach gab es ein 2:0 in der Liga gegen Hertha Berlin und es wollte ein Jugendspieler weg, das war Rachid Hassini, spielt ZOM auf der gleichen Position wie Atta, den wir schon hochgerufen haben. Und die zwei werde ich jetzt auch gleich nochmal vergleichen, um zu schauen, wen ich dann auf die Leihliste setzen möchte und wen ich dann einsetzen möchte. Und ihr seht es hier beide mit einem aufregenden Mann für die Zukunft Status.
und beide im mittleren 60er-Bereich. Aber Atta ist eben eins besser, schon in die Mannschaft integriert und auch 16 Jahre alt erst und nicht schon 17. Also ich sage hier schon 17, als wäre das alt, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich Hazini jetzt erstmal auf die Leihliste setze und gucke, ob er sich anderswo einfach besser entwickelt als Atta hier. Und dann sind wir auch schon in die nächsten Partien gegangen. Gegen Augsburg hat es leider nur zu einem 2:2 gereicht, bevor wir dann unser Heimspiel gegen Fulham hatten. In der Runde habe ich beide Spiele gespielt und ihr werdet jetzt die Ergebnisse sehen. Wir hatten ziemlich früh einen Elfmeter bekommen im Hinspiel und den hat Eduard dann auch cool versenkt. Und dann das 2:0 war ein missglückter Kopfball von Eduard, der perfekt zur Vorlage wird für Milo Drašica am zweiten Pfosten. Ihr seht es hier, er hat ihn eigentlich auf einer ins Tor bringen wollen, aber hat das nicht ganz geschafft. Und dann haben wir hier mit einer schönen Kombination noch Okoro das 3:0 aufgelegt und haben damit die Weichen schon im Hinspiel gestellt, eine Runde weiterzukommen, mussten im Rückspiel nur noch das Ergebnis verwalten. Das seht ihr gleich. Und davor seht ihr noch die Partie gegen Hoffenheim. Da hat mich Malen ziemlich hops genommen mit dem Skill, den ich hier irgendwie nicht erwartet habe, dass ich den Ball so hoch legt. Erinnert mich ein bisschen an Diego, wer sich daran erinnert. Und da konnte ich nichts machen, also haben sie ein 1:0 gemacht und ich habe mich ganz lang schwer getan. Dann kam aber eine schöne Kombination hier kurz vor Schluss. One-Touch-Fußball über mehrere Stationen und wir haben noch den Punkt mitgenommen aus Hoffenheim zum Glück. Atta hier, den ich noch gerade eben verglichen hatte mit Hazini, zeigt hier, wie wichtig er für unser Team sein kann und macht das 1:1. Und dann ging es auch schon nach Fulham für das Europa League Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Fulham. Wie gesagt, haben wir das Hinspiel mit 3:0 für uns entscheiden können und mussten daher nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Haben unsere Führung dann noch ausgebaut mit Quaresmas Kopfball nach einer kurz gespielten Eckball-Variante. Quaresma, wie ihr wisst, ist nicht der Größte, aber zeigt hier eine enorme Sprungkraft am zweiten Pfosten, setzt sich super durch und setzt den Ball auch in die Maschen. Und dann habe ich ein bisschen was versucht, bin hier am Torwart vorbeigegangen, wollte den Ball dann über die Linie lupfen, aber der Torhüter kriegt ihn gerade noch so von der Linie gekratzt. Wäre ein sehr schönes Tor gewesen, aber auch ohne das Tor haben wir es ins Halbfinale geschafft. Da stehen drei deutsche Mannschaften im Halbfinale, also Wolfsburg spielt gegen Betis Sevilla und wir kriegen Hertha Berlin. Und danach sind wir auch schon auf dem Transfermarkt nochmal aktiv geworden für die neue Saison. Ich habe gemerkt, dass wir einfach kein Backup für den linken Flügel haben und habe mir deshalb Mikkel Damsgaard von Sampdoria Genua geholt. Das ist ein 21-jähriger Däne, hat mich 17 Millionen ungefähr gekostet und sollte unsere Mannschaft nächstes Mal auf jeden Fall in der Tiefe verstärken. Danach ging es weiter, wir konnten den Schwung direkt mitnehmen in eine Partie gegen Frankfurt, haben einen 3:0 rausgeholt und jetzt kommt auch schon das zweite Nordderby der Saison, wo wir natürlich Hamburg auch wieder wegschießen wollen. Es hat ziemlich gut angefangen, 23 Minuten ins Spiel hat Rashica hier das 1:0 gemacht, hinten war komplett offen bei Hamburg in der Verteidigung, er hat ganz viel Zeit gehabt, konnte den Ball noch zurechtlegen und ihn dann in die Maschen hauen. Also dachte ich, wird wieder ein routiniertes 1:0, 2:0, 3:0. Aber dann hat meine Offensive nicht mehr so wirklich mitgespielt und meine Defensive auch nicht. Also Wood noch das 1:1 gemacht hat. Also etwas unglücklich, aber soll jetzt auch gar nicht unser Fokus sein, weil unser Fokus lag dann komplett auf Berlin. Hier konnten wir schnell umschalten nach einem Ballgewinn und das 1:0 nach 9 Minuten erzielen. Also ein Start nach Maß in dieses Halbfinal-Hinspiel. Eduard wirklich macht Tor um Tor, auch in den wichtigen Spielen, ist wirklich eine sehr, sehr gute Verpflichtung gewesen, macht seinen Job brutal gut, das sieht man auch hier wieder, nimmt den Ball einfach überragend mit und haut ihn ins lange Eck, also ohne den Mann wären wir auf jeden Fall nicht im Europa League Halbfinale, bin ich deutlich zufriedener als mit Füllkrug noch letzte Saison, ist einfach ein überragender Spieler, vor allem in FIFA-Karrieremodus und das zeigt er auch hier mit seiner Übersicht für Mesut Özil. Der macht hier mit einem Lupfer gegen die Laufrichtung vom Torwart noch das 3:0 Trademark-Jubel und das war's für das Halbfinal-Hinspiel. Wir haben einfach Hertha gar keine Chance gelassen, von Anfang bis Ende ein souveränes Spiel geliefert und sind deshalb wieder in einer perfekten Ausgangslage für das Rückspiel nächste Woche. Davor mussten wir aber noch gegen den Rekordmeister aus München spielen, haben sich hier mit Gabriel Jesus im Sturm verstärkt oder verschlechtert, wie man es nimmt. Ich weiß nicht, wie gut Lewandowski in der jetzigen Zeit in der Karriere noch ist. Aber wie dem auch sei, haben wir das 1:0 erzielen können in der 57. Minute durch eine gute Aktion von Möwald. Aber dann der angesprochene Gabriel Jesus lässt mich hier ziemlich alt aussehen.
Ist eine gute Körpertäuschung gewesen, würde ich sagen. Also lässt mein Gegner, mein Verteidiger hier ziemlich stehen und schließt dann ins kurze Eck ziemlich wuchtig ab. Hat das 1:1 markiert, aber dabei blieb es nicht, weil Daniel Atta hat mal wieder gezeigt, wie wichtig er doch wirklich für uns ist. Also er hat mich in meiner Idee, Hazini zu verleihen, auf jeden Fall bestätigt. Macht er noch das 2:1 kurz vor Schluss. Und dann gehen wir auch schon in das Europa League Halbfinale Rückspiel in Berlin im Olympiastadion. Mussten ja nur noch ein 3:0 über die Zeit bringen. Das Ganze hat am Anfang ein bisschen gewackelt. Nach einer Ecke kam hier Piatek zum 1:0. Aber wie es das Schicksal so wollte, haben wir dann einfach eine Ecke zum 1:1 ausgeglichen nach 64 Minuten. Ball noch an die Unterkante der Latte, aber deutlich hinter die Linie. Und das soll dann auch gereicht haben für den Finaleinzug. Also ein 1:1 im Rückspiel war auf jeden Fall genug. Und im Finale wartet jetzt Real Betis Sevilla auf uns. Ein grünes Duell. Wolfsburg konnte sich nicht durchsetzen. Das heißt, es ist kein deutsch-deutsches Finale, sondern ein spanisch-deutsches Finale. Und in der Liga haben wir 2 Spieltage vor Schluss schon den 3. Platz sicher gemacht. Konnten weder nach oben noch nach unten. Deshalb habe ich das Spiel gegen Stuttgart noch simuliert, ein 1:1. Und dann auch gegen Dortmund simuliert, eine 1:0 rausgeholt. Van Heusten nochmal gelb-rot bekommen. Sieht man immer nicht so gerne. Aber wir haben die 3 Punkte mitgenommen und sind, wie gesagt, in der Liga 3. geworden. Und dann wartet auch schon das Europa League-Finale auf uns. Also in der 2. Saison im Europa League-Finale zu stehen, hätte ich nicht erwartet. Freut mich aber natürlich umso mehr. Betis Sevilla mit ein paar interessanten Spielern, allen voran natürlich Nabil Fekir. Also es sollte kein einfaches Spiel für uns werden. Am Anfang war Betis Sevilla auf jeden Fall deutlich überlegen, hat hier eine gute Torchance gehabt nach einem Freistoß. Der Kopfball, den konnte Pavlenka aber über die Latte klären. Und hier schon wieder Betis im Vorwärtsgang, also wie gesagt am Anfang deutlich Oberwasser gehabt, die Männer aus Spanien. Und dann ein sehr unglückliches Tor. Also wie man den dann in der Situation vom CPU nicht abseits stellt, kann ich mir nicht erklären. Und warum Pavlenka da so eine blöde Figur macht, weiß ich auch nicht so ganz. Kommt hier raus, macht die Beine gerade perfekt im Moment auf, um getunnelt zu werden. Und so schnell kann es auch dann 1:0 stehen. Das blieb aber gar nicht so lange, weil wir konnten dann mit unserer eigentlich einzigen Chance in der ersten Halbzeit noch ausgleichen in der 31. Also ich glaube 5 Minuten nach dem 1:0 stand es dann auch schon wieder 1:1. Bittencourt mit einem gut getimten Lauf. Und der gut getimte Pass aus dem Mittelfeld hat dann den Weg zum 1:1 geebnet. Ihr seht hier nochmal die Statistiken. Also Betis Sevilla wirklich deutlich überlegen. 76% Ballbesitz. Und normalerweise bin ich auch wirklich einer, der gern Ballbesitz Fußball spielt in FIFA. Also ich kam da einfach gar nicht hinterher. Und dann haben wir ein bisschen Glück gebraucht. Also es war nicht unbedingt Glück, aber es war natürlich sehr blöd von der CPU. Wir spielen uns hier im Strafraum den Ball hin und her und werden dann umgehauen vom Rechtsverteidiger. Also es war ein deutlicher Elfmeter, was ihr jetzt gleich in der Wiederholung nochmal sehen werdet. Betis Sevilla stellt sich hier, oder Amian von Betis Sevilla stellt sich hier wirklich sehr blöd an, stellt den Fuß rein gegen Rashica und das ist, denke ich, ein ziemlich klarer Elfmeter. Also auch ein verdienter Elfmeter. Rashica nimmt den Ball direkt selbst, ist ja eigentlich unser wichtigster Spieler mit Edouard zusammen, würde ich sagen. Und deshalb ist das Ganze dann auch Chefsache. Timet ihn hier zum Glück noch grün, weil der Torwart hat die Ecke schon gerochen, aber dadurch ist der Ball dann stark genug geschossen, dass der Torwart dann nicht mehr drankommt. Ihr seht es hier, er ist eigentlich in die richtige Ecke gesprungen, aber leider nicht ganz schnell genug oder leider aus Sevilla-Sicht. Zum Glück für uns hatte Rashica den so gut abgeschlossen und dann konnten wir das Ergebnis auch wirklich noch über die Zeit retten. Eine magische Nacht im Prinzenpark stand dann also fest für unsere Werder Bremen Fans. Wir haben es geschafft, in der 2. Saison Europa League Sieger zu werden. Ihr seht, wie viel es den Spielern bedeutet. Nochmal kurz gerecapped. Fekir macht das 1:0. Bittencourt gleicht für uns aus, noch vor der Halbzeit. Und dann Rashica mit einem Elfmeter, den er selber rausgeholt hat, macht hier das 2:1. Und dann bleibt uns auch nur noch die Siegerehrung übrig. Hier seht ihr den Pokal, den wir gleich in die Höhe strecken dürfen. Also ich finde, wir haben uns das auf jeden Fall verdient. Wir haben schwere Gegner wie Atalanta und Chelsea rausgehauen, haben eine deutsche Mannschaft aus dem Pokal gekegelt und dann darf Maxi Eggestein den Pokal in die Höhe strecken und sich mit der Mannschaft drüber freuen. Um nochmal die Saison zusammenzufassen oder um die Mannschaft mal zusammenzufassen, ihr seht hier ganz vorne 3 sehr wichtige Spieler, Eggestein, Antonio und Rashica.
Ich glaube, dass die drei plus Eduard sind wirklich die Säulen dieses Teams für die Zukunft. Und die sind auch wirklich die Spieler, die es für uns geschafft haben, Europa League-Sieger zu werden und Dritter in der Liga hinter Bayern und Dortmund. Also nächstes Jahr können wir hoffentlich mal die Top 2 knacken, wenn nicht sogar Meister werden. Also ich glaube, das ist dann wirklich auch mein Ziel, nächstes Jahr Meister zu werden, dass wir da nicht so lange warten müssen. Und ihr seht hier nochmal kurz, Mainz und Hannover sind abgestiegen, Düsseldorf muss in die Relegation. Und hier ist auch nochmal das Team. Die Schwachstelle, die ich für nächstes Jahr in Angriff nehmen möchte, ist Leonardo Bittencourt. Er hat zwar eine erste Saison gespielt, die wirklich überragend war, aber die zweite Saison war einfach nicht auf dem gleichen Level. Da hat er mich absolut nicht überzeugt und deshalb suche ich hier einen Ersatz für die rechte Flügelposition und den seht ihr dann auch in der nächsten Episode. Das heißt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da und empfiehlt uns weiter. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn noch mehr Leute auf unseren Kanal aufmerksam werden. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Bremen-Folge bei Frankfurt, bei irgendeiner Challenge oder bei der Topspiel-Challenge oder bei irgendeinem anderen Video. Macht's gut, ciao, ciao.